Hallo, heute ist der 30. Dezember, der vorletzte Tag in dem Jahr 2016. Und es geht hier um zwei Rebay-Bestellungen. Die eine habe ich vorhin gerade erhalten, die andere liegt hier schon ein paar Tage. So, und ich habe mich versprochen. Es sind keine Rebay-Bestellungen, es sind Medimops-Bestellungen. Hier werden Bücher über klassische Musik drin sein. Das wird nicht jeden interessieren. Und vielleicht kann man sich das dennoch anschauen, weil ich habe einige Bücher in dem Zustand akzeptabel bestellt. Und sowas hatte ich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwartet in dem Zustand akzeptabel. Es werden Bücher in etwa in dieser Art sein. Reclams Konzertführer, hier geht es um Orchestermusik. Den habe ich bei Ribe bestellt. Der ist sehr preiswert. Der kostet in etwa 1 Euro. Man muss ja nicht die aktuellste Auflage haben, weil die Komponisten sind ja sowieso längst tot. Gut. Das sind immer meine Bestellausdrucke. So, und hier sind 1, 2, 3, 4 Bücher. Zwei mit Zustand sehr gut und zwei mit Zustand akzeptabel. Abflug. Und hier ist ein Buch und zwei CDs und das Buch sollen zwei Bände sein, auch im Zustand akzeptabel. Und dann lasse ich mich mal überraschen und der Zuschauer vielleicht auch. Ja, wir schieben das hier raus. Ich nehme das erstmal alles raus. Dann kann ich den Karton hier von meinem Schoß nehmen. Oha, so klein habe ich mir das nicht vorgestellt. So, das sind die vier Bücher. Das hier handelt von Bäumen. Dann fangen wir mal mit dem obersten an. Die Weisheit der Bäume von Fred Hageneder. Mythos, Geschichte, Heilkraft. Und das ist sonst relativ teuer. Das kostet so um die 20 bis 25 Euro, die aktuelle Auflage. Bei Bäumen wird sich auch nicht so viel ändern, denke ich mal. Und das ist hier akzeptabel. Dafür habe ich bezahlt 5,60 €. Aha. Hier sieht man schon, also ich will ja jetzt mal eine Vorstellung machen, für mich selber auch, vom akzeptablen Zustand. Also der Buchrücken, der ganze Einband ist okay. Und hier fehlt ganz offenkundig eine Seite. Die wurde herausgerissen. Gut, damit kann ich auch leben. Dann kommt man gleich zum Wesentlichen, ja? So, dann schauen wir mal weiter. Ja, hier hinten ist auch irgendwas, ja? Kann ich auch mitleben. Aha, das ist von 2006. Im Normalfall notiere ich mir, von wann die Auflage sein soll. Die restlichen Seiten sind vollständig. Und der Schutzumschlag ist auch gut. Das ist kein Problem. Für 5,60 € ist das okay. Also wer sich dafür interessiert, die Weisheit der Bäume von Fred Hageneder, der Autor, schreibt sehr viele Bücher über Bäume. Also jetzt nicht nur im botanischen Sinne, sondern auch, naja, wie der Untertitel sagt, Mythen und Heilkraft. So, das ist
das. Dann gehen wir weiter zum Reclams Klavierführer Band 2. Gibt es in zwei Bänden. Von Franz Schubert bis zur Gegenwart. Ja, ich bin mal gespannt, wer denn da noch mit drin ist. Schumann vielleicht, Brahms wäre nicht schlecht, weil das ist die Zeit von Franz Schubert. Ja, Schumann, Mendelssohn, Liszt. Aber es soll ja hier um den Zustand gehen. Also ich vermute mal, dass sich relativ wenige Zuschauer für klassische Musik interessieren. Gut, der Umschlag hat ein bisschen gelitten, ist kein Problem. Jetzt gucken wir, von wann das ist. Vierte Auflage. Von 1981 hatte ich die Auflage bestellt. Weiß ich jetzt nicht. Steht hier nicht bei. Und der war auch ziemlich teuer. Der kam 9,70 Euro. Und aber diese Bücher sind leider so teuer. Er hat 1060 Seiten. So, und hier sieht das schon ein bisschen stockfleckig aus. Also, ja, wie sagt man dazu? Also hier ist es wunderbar hell, aber hier oben ist es schon ein bisschen stockfleckig. Muss ich mal überschlagen. Von 81 war das. Und dann ist das 35 Jahre alt. Ich hatte nicht gewusst, dass ich die vierte, das muss ich nochmal überprüfen. Ansonsten ist das, für mich ist das gut. Also ich würde das Buch jetzt selber nicht als akzeptabel bezeichnen. Für mich ist das gut. Aber ein Buch, das um die 35 Jahre alt ist, also dafür sind natürlich 10 Euro ein stolzer Preis. So, und du lässt das hier mal, ja? Es gibt aus dieser Reklamreihe Musikführer gibt es einige. Also es gibt Liedführer, es gibt Jazzführer, es gibt Orgelmusikführer. Gut. Aber ist natürlich kein Vergleich. Hier sieht auch schon, man kann es sehen, die Cover, Buchcover sehen anders aus. Ist kein Vergleich mit diesem neuen Buch, wofür ich nur 1 Euro bezahlt habe. Aber Medimops ist sowieso teurer als Rieber. Hat aber die größere Auswahl, zumindest in dem Bereich. Und hier geht's weiter. Das ist der Kammermusikführer. Zustand sehr gut. Aha. Ja, er sieht nicht schlecht aus. Bezahlt habe ich dafür, kann ich ja auch gleich mal sagen, 8 Euro. Die 11. Auflage. Von 1993. Das Buch hat 1168 Seiten. Das ist okay, auch die Seiten sind sehr gut, auch in einem sehr guten, weichen, glatten Papier. Und da muss man vielleicht dazu sagen, dass die aktuelle Auflage des Kammermusikführers kostet bei Amazon um die 35 Euro. Ja, also das finde ich eine Menge Geld für das kleine Büchlein hier. Gut, jetzt noch ein Büchlein. Wusste ich nicht, dass das so klein ist. Ich hatte mir ein Buch vorgestellt, kein Büchlein. Und das Büchlein kam stolze 10,60 Euro im Zustand sehr gut. Das Bärenreiter Basiswissen. Grundwortschatz Musik. 55 Begriffe, die man kennen sollte. Ja, und ich gehe davon aus, dass es sich ausschließlich um klassische Musik handelt. Der Grundwortschatz Musik ist eine Art Vokabeltrainer. Er stellt das Handwerkszeug für das Verstehen und Beschreiben von Musik, für das Übersetzen in die Wortsprache zur Verfügung. Wichtige Grundbegriffe der Weltsprache werden, also der Weltsprache Musik, werden auf je 2 Seiten erklärt und anhand vieler Beispiele historisch entfaltet.
Sie bilden zugleich Bausteine einer allgemeinen Musiklehre und einer Geschichte der Musik. Ja. Das Büchlein hat 119 Seiten. Nur mal als Beispiel hier, das ist alphabetisch geordnet, ja. Und das letzte ist die Zwölftontechnik. Das ist im Prinzip etwas ziemlich Modernes. Das ist von, wie heißt der, Komponisten wie Schönberg zum Beispiel. Oder Alban Berg. Ist nicht zwingend mein Geschmack. Stimmung wird auch erklärt. Gut, unter Stimmung stellen wir uns mit Sicherheit alle was anderes vor. Hier steht, Stimmung ist die Festlegung der Tonhöhe. Sie wird bei Mehrstimmigkeit, besonders bei Tasteninstrumenten, zum Problem, denn es können nicht alle Intervalle gleichzeitig reingestimmt werden. Nicht reingestimmte Intervalle wirken aber unruhig, sie schweben. Jede Stimmung geht mit diesen Schwebungen unterschiedlich um. Und so weiter und so weiter. Also jetzt haben wir gesehen, was sich Minimops unter akzeptabel vorstellt. Also für mich sind die beiden Bücher, die ich hier akzeptabel gekauft habe, gut. Und jetzt kommen wir zu dem Paket hier. Das ist eigentlich zu leicht für das, was hier drin sein soll. Hier sollen zwei CDs drin sein und Reclams Musikführer Johann Sebastian Bach, zwei Bände, gebraucht akzeptabel. Darum geht es ja jetzt hier, um gebraucht akzeptabel. Aha. So, natürlich, wenn man sich Bücher über klassische Musik bestellt, dann hört man natürlich auch klassische Musik. Das ist Brahms, die zweite Sinfonie, eine Tellak-Aufnahme mit dem Dirigenten Mackeras. Die habe ich schon eine ganze Zeit lang auf meinem Merkzettel. Die kostete bei Medimops um die 15,80 Euro. Und die war noch teurer. Das ist die fünfte Sinfonie von Tschaikowski. Das finde ich die schönste und auch die gewaltigste, gerade der vierte Satz. Also wenn man gewaltige Musik hören möchte, der sollte sich mal den vierten Satz von Tschaikowskis fünfte anhören. So. Und das ist eine super Audio-CD, also ein hochauflösendes Musikformat. Jetzt kommen wir zu Bach, Reclams Musikführer. Hat also schon mal ein anderes Format als, die haben ja alle hier das in etwa dasselbe Format, ja. Aber hier kann man sehen, ist ein anderes Format. Und nun steht hier zwei Bände, wir sehen, es ist ein Buch, aber es steht auch Band 1 Instrumentalmusik, Band 2 Vokalmusik. Das sind dann die ganzen Bach-Kantaten. Moment mal. Das ist der Jubiläumspreis noch in D-Mark. Das kam mal 49,80 D-Mark. Und noch mit Zettel drin. Veleda, eine gute Marke. So, noch ein Zettel. Sollen wir auch gleich rausfummeln. Ja, das hat so ein, wie sagt man, früher wurden in sowas Butterbrote eingepackt, hier dieses Papier. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also das ist einfach zu lange her, wo meine Butterbrote, wo ich Kind war und zur Schule ging, in sowas hier eingepackt wurden. Das ist, aha. Dann sehen wir hier im Inhaltsverzeichnung, weil es ist ja akzeptabel, sehen wir ganz viele Eintragungen, ja. Oder im Werkverzeichnis. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Das ist ja mein erster Blick in, aha. Und noch mehr Eintragung. Eintragung
Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Hier ist auch noch ein kleiner Zettel rangeklebt. Also das hat bestimmt einem Musikliebhaber gehört. Hier steht dann zum Beispiel handschriftlich Transkription für Cello und Boccherini Yo-Yo Ma hier unten. Ja? Also das bezieht sich dann auf eine CD. So, Eintragungen. Na gut, das ist hier erstmal nur das Werkverzeichnis. Das ist alles voller Eintragungen. So, dann gucken wir mal. Aha. Also der eigentliche Text, ja, ist ja gut. Der eigentliche Text ist frei von Eintragungen. Naja, gut, okay. Hier ist mal eine kleine Bleistifteintragung. Ich werde versuchen, den Sinn zu erschlüsseln. Und steht hier Sinfonien, Bachwerke, Verzeichnis, tralala. 95/16-30. Da werde ich mal sehen, was das bedeuten soll. Wenn ich es ergründe, lasse ich es stehen. Und wenn nicht, radiere ich es weg. Ja. Ansonsten ist das okay. Die Eintragung, ich denke mal, Sie geben dem Buch eine individuelle Note. Ja. Jetzt will ich noch sagen, von wann das ist. Ja. Aha. Von 1993. Jetzt frage ich mich, wann die ganzen zwei beginnt. Sollen ja beide Bände. Aha, also ich habe nur einen bekommen. Das ist also auch wenn hier steht Band 1 und Band 2, es ist nur ein Buch, das ist also eine Falschlieferung, das werde ich auch gleich reklamieren. Ja, akzeptabel, das ist wirklich akzeptabel, okay, aber der Preis 7,60 Euro, naja, dann bedanke ich mich und auf Wiedersehen. Alles gut, ne? Du bist auch ein kleiner Musikfreund geworden. Abflug.